Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Underwater Tackle Tutorial. In diesem Video zeigen wir euch, wie ihr das sogenannte Nico Rig baut. Und das braucht ihr für das Nico Rig. Einmal natürlich einen Haken. Hier habe ich so einen Wacky Hook in der Größe 1,0 mit Krautschutz. Ihr braucht einen sogenannten Nail Sinker. Das ist einfach ein Gewicht, was ich dann später in den Köder reindrücke. Ein Köder. Hier habe ich den Yam Dinger in 4 Inches. Einen wurmigen Köder. Ein O-Ring, ein Gummiring, um später dann den Haken auch fest am Köder zu fixieren, damit ihr den Wurm nicht so schnell verliert. Und das hier ist quasi das Tool, mit dem ich dann diesen Ring später auf den Wurm ziehen kann. So, und jetzt führen wir das Ganze zusammen. Erster Schritt, und das ist auch Schlüssel dieser Ködermontage. Ich nehme den Nail Sinker und steche den Nail Sinker vorne in den Kopf des Wurmes. Achtet darauf, dass ihr am Kopf eine glatte Fläche habt. Also wie man hier sieht, habe ich eine gute Fläche, um in den Köder reinzustechen, oben. Solltet ihr einen Wurm haben, der auf beiden Seiten so spitz zuläuft wie hier, dann schneidet einfach an einer Stelle so ein Stück oder schneidet die spitze Stelle ab und dann habt ihr auch wie hier ein etwas dickeres Stück, damit ihr den Nagel, diesen Nail Sinker da gleich vernünftig reinbekommt. So, den stopfe ich da jetzt rein. So. Da drinnen. Und jetzt als nächsten Schritt ziehe ich noch mal so einen Gummistopper, so einen Gummiring auf meinen Wurm drauf, so dass ich den Wurm bei Bissen und beim Drill nicht so schnell verliere, spart Geld. Und den ziehe ich circa auf. Ich kann es mal zeigen, so funktioniert auch dieses Tool. Man zieht den Ring auf dieses Tool drauf, schiebt den Wurm hier vorne in diese Öffnung, so weit rein, wie man den Ring drauf haben will. So, ich habe den Wurm jetzt einmal so quasi für mich im Kopf in 3 Teile eingeteilt. Erster Teil, zweiter, dritter, und ich nehme das erste Drittel. Das erste Drittel ziehe ich diesen Ring drauf. Also nicht in die Mitte, sondern eher kopflastig. So, jetzt haben wir den Ring ungefähr hier vorne. So, und jetzt kommt der Haken dran. Was ihr hier beachten müsst, ist, dass ihr den Haken quasi von vorne nach hinten stecht. Also nicht so rum, sondern wenn das hier vorne ist, nehmt ihr den Haken und stecht ihn mit der Spitze nach hinten. So könnt ihr es sehen. Unter den O-Ring durch. Das Ganze ungefähr so aus. Kann man auch noch tiefer einstechen, aber dadurch, dass der Ring jetzt da ist, kann der Fisch den Köder auch nicht abreißen. Von daher ist es jetzt nicht so schlimm. So. Und das war jetzt auch schon das Nico Rig. Das Nico Rig wird quasi auch Kopf
lastig geführt, also der Kühler hüpft so über den Grund. Das kann man sich dann so seitlich, wenn das jetzt der Gewässerboden ist, dann zieht man ihn so über den Grund, dass er so, also gerade bei hartem Gewässergrund ist das wirklich eine wunderbare Fangmaschine. Und dann lässt man den über den Grund hüpfen und der Schwanz hat natürlich da dann eine verlockende Aktion. Eine Aktion, die die Barsche verrückt macht, beziehungsweise auch die Fische. Genau, das ist dann auch entsprechend die Art, wie man dann dieses Rig führt. Und wie immer, alle benutzten Materialien im Video schreibe ich nochmal detailliert in die Videobeschreibung rein, sodass ihr genau wisst, was ihr zum Beispiel braucht, wenn ihr das Ganze nachbauen wollt. Wenn ihr diesen Köder in dieser Form mal unter Wasser in Aktion sehen wollt, dann klickt doch oben rechts auf das Bild. Dort habe ich das Video mal verlinkt, wo wir das Nico Rig mal unter Wasser abgefilmt haben. Ja, das war's auch schon wieder. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch gerne ein Like da oder auch ein Abo, wenn ihr nicht schon abonniert habt. Ich wünsche euch alles Gute, eine Tight Line am Wasser. Beste Grüße, euer Underwater Tackle Team. Bis bald. Ciao, ciao.